Weit über 360.000, so viele Bitcoin-Überweisungen gibt es derzeit pro Tag. Doch wer da eigentlich überweist, das ist nicht so leicht nachvollziehbar. Denn nach der Registrierung auf einer Handelsplattform mit Personalausweis ist die Überweisung selbst anonym. Österreichs Notenbankchef Ewald Nowotny will das ändern. Alle Beteiligten an einem Geschäft müssen ihre Identität offenlegen. Damit würde Bitcoin zusammenbrechen. Experten sehen das anders. Selbst eine Regulierung könne den Boom nicht stoppen. Wenn man Kryptowährungen regulieren würde und die Eigentümer der Konten kennen würde, dann glaube ich, dass viel mehr Leute daran teilnehmen wollen, weil viele jetzt ja gar nicht über ihr normales System daran teilnehmen können. Also bei Banken kann ich ja gar keine Kryptowährung kaufen. Wenn das alles funktionieren würde, glaube ich, dass viel mehr Menschen sich Kryptowährungen kaufen würden und dass dann noch der Bitcoin viel stärker steigen würde. Dabei schätzen viele aktuelle Nutzer von Bitcoin und Co. die Anonymität von Cyberwährungen. Und da sind sie nicht die einzigen. Viele Länder, darunter Russland, basteln an eigenen Kryptowährungen. Vielleicht auch, um unter Umständen Wirtschaftssanktionen zu umgehen. Doch nicht nur. Eher sehe ich es aber so, dass sich letztendlich diese Länder, wenn sie sich damit beschäftigen, eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass die Existenz von Kryptowährungen damit eigentlich, der Beweis angetreten wird, dass sie da sein müssen. Die Frage ist nur, ob reguliert oder nicht. So mancher Politiker in der EU fordert schon, das Thema auf dem G20-Gipfel im April mit auf die Tagesordnung zu nehmen.